So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des Sacred Gold Nuzlocke Togethers mit mir, dem Binger der 10 Finger. Und heute sind wir wohl im Knofensertum und oh, Mamacita! Flame hat sich entwickelt. Flame Deluxe. Metallklaue Ember, also Glut und Drachenklaue. Nicht Drachenklaue, Drachenwut. Nice. Drachenwut wird uns sehr behilflich sein. Basis auf Level 15. Oh, Level 15. Das heißt, es entwickelt sich, glaube ich, gleich. Joker noch auf Level 10, leider. Okay. Digga, Finger. Oh, Mann, okay, sie hat es trainiert. Auf Level 13. Ja, gut. Pauli noch auf Level 9. Auch nicht schlecht. Das hat im Sprout Tower. Oh. Okay, das haben wir wohl hier gefangen. Und natürlich noch Leafy. Ja gut, dann würde ich mal sagen, packe ich Basi nach vorne. Joker hat irgendwas gediebt. Take. Fehlt da nicht noch was im Team? Ah, ja genau. Hä? Wollt ihr jetzt nicht mit uns kämpfen? Warum das denn? Ein Zickzacks. Pauli ist nämlich eine sehr gute Freundin von uns beiden. Warum wolltest du jetzt nicht fliegen, Bro? Wegen dem Weisen da oben, was? Kann ich mir vorstellen. Gegen die, ja, gut. Gegen den Weißen hat sie wohl noch nicht gekämpft. Ich pack trotzdem nochmal Basi nach vorne. Aus dem einfachen Grund, dass... ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was sich da machen lässt. Ich hoffe mal, der ist nicht allzu stark. Das muss ich hier Opfer bringen. Das will ich eben nicht. Und Breaker mobst den alten Sack. Ja, super Breaker. Das macht man jetzt nicht. Bro, du bist zwar ein echt netter Typ. Auch mein Bro, aber... Alte Leute, die mobbt man nicht. Bullying is not a possible way. Basi ist aber scheiß langsam. Warum das denn? Ich habe das immer voll schnell in Erinnerung. Finde ich gerade ein bisschen scheiße, dass es so langsam ist. Was ist das denn? Ein Taubsi. Okay, und weil Basi jetzt eben, glaube ich, nur noch ein Level braucht, um sich zu entwickeln, bleibe ich jetzt drin und mache das kaputt. Dann habe ich den Trag eben umsonst eingesetzt. So, und... Jawohl, Level Up! Gebt euch jetzt mal, was passiert. Jawohl, dann haben wir einen Ferret bekommen. Und... Okay, genau wie es in meinem Dokumenten stand. Es lernt jetzt nämlich auch noch die Elementarschläge, was unglaublich praktisch ist. Extrem nützlich, wie ich finde. Und das werden wir ihm natürlich beibringen. Jetzt erstmal Feuerschlag, jetzt nochmal hier Ice Punch. Das werden wir ihm auch beibringen. Fury Swipes, ja. Die Punch werde ich behalten und dann wird er ein richtiger Puncher. Und nochmal Thunder Punch. Anstelle von Quick Attack. Quick Attack ist zwar ganz gut und so, aber wir haben, glaube ich, später noch andere, die das auch können. Und nice. Jetzt haben wir ein Pokémon mit dieser krassen Attackenvielfalt. Digga-Figger haben wir jetzt auch noch da. Der wird uns besonders gegen Falt dann extrem nützlich sein, denke ich. Segi, Sai und Regi. So. Oh, du bist hierher gekommen. Der Knofensertum ist ein epischer Turm. Hier kann man nämlich Zickzacks fangen. Voll krass, Alter. Und du hast einen Zickzack geklaut. Ein Kick. So, und ältester Lee. Lee! Krieg erstmal einen Feuerschlag von meinem Ferret. Nice. Oh, wie episch. Chingling. Chingling. Ich denke, gegen Chingling könnten wir mit Leafy sogar ein bisschen was machen. Ich meine, immerhin kann Leafy ja Blitz. Nicht Blitz, Biss. Ich habe jetzt Biss mit Blitze wechselt. Scheiße. So, und wenn wir das jetzt schaffen, dann kriegen wir sogar noch ein Level ab. Jawohl, nice Leafy. Also Level 12 für Leafy. Ist ja auch nicht schlecht, ist ja ganz praktisch. Und Hut Hut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Huthut nichts gegen Digga-Figger kann. Und Digga-Figger braucht halt noch ein bisschen Training. Aber Huthut hat Insomnia, glaube ich, als Fähigkeit. Ja, müsste... Oh, Critical Hit, Dankeschön. Müsste Insomnia als Fähigkeit haben. Heißt also, wir können es nicht einschläfern. Ist jetzt natürlich nicht so gut. Wir sehen, Konfusion zieht so gut wie gar nichts ab. Wir haben halt eine Vierfachresistenz gegenüber vorzuweisen. Aber was ganz praktisch wäre, ist, wenn wir hier... eine Konfusion landen. Also eine Verwirrung. Und noch ein Critical Hit. Ja, also mit mir kann man es ja machen. Ist mir aber jetzt gerade sowas von egal, weil... Ich weiß es nicht.
Immer wenn man Nuzlocks macht, dann sind die Crits, ist die Crit-Rate ganz leicht erhoben, wie ich finde. Ah, ist mir ja sowas von egal. Wir haben so geile Pokémon. Das muss man ausnutzen. Jetzt kriegst du nochmal einen Ice Punch. Krach, bumm. Und du bist tot, Cherubi. Und dann hätten wir den ältesten Lieb siegt. Die Art, wie du kämpfst, sehr elegant und geschmeidig und ja. Tell me, what is your favorite evolution of Eevee? So, das ist ein neueres Event, was wir hier eingefügt haben. Und da wir ja unser gutes altes Leafy zu einem Leafeon machen wollen, tippe ich natürlich jetzt Leafeon an und... I see. Then you should take this. Einfach in den Woodland Ohr. Und ja, ich... Dann weiß ich, glaube ich, auch gleich, wo ich den Safe State setzen werde. Ja, ich weiß, wo ich den Safe State setzen werde. Ah, da wird die gute alte Sayu ganz, ganz schön ausrasten. Da ist er nämlich, der Woodland Ohr. A Chunk of Stone. Ja, damit kann man nämlich, ich zeige euch das mal. Damit kann man Leafy entwickeln. Und zwar ein Leafy, und ist doch klar. Aber das möchte ich jetzt nicht machen, weil Leafy natürlich Sayus Pokémon ist. Mache ich das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Und ich werde den State, glaube ich, also ich werde den Woodland Ohr dann einsetzen. Aber ich werde das dann irgendwie kurz vor der Entwicklung, werde ich den State setzen. Das wird schön. Damit werde ich sie gar nicht schön überraschen können. Und keine Sorge, irgendwelche Fallen oder nicht so netten Aktionen werden auch noch kommen. Versprochen. Nur ist es jetzt halt wichtig, dass wir ein relativ schlagkräftiges Team auf die Beine stellen. Oh, sorry. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir einfach mal weiter. Also irgendwie werde ich sie schon noch so auf den Arm nehmen. So, Buffalo, was geht? XP-Share, jawoll! Das wollte ich haben, denn jetzt können wir auch noch nebenbei unser gutes altes Kappa dort trainieren. Das werde ich dann auch gleich machen. Box 2? Box 1 Heaven. Oh. Aber du wurdest ja wiedergeboren. Okay. Wenn ich sagen, Brokina kommt rein. Pauli muss dann leider raus. Aber das ist mir gerade, glaube ich, egal. Es wollte eh nicht ins Team kommen. Aber wir haben es dann halt auf jeden Fall dabei. Tim mit Scheu. Glaube aber nicht, dass Pauli scheu ist. Sehe auch nicht. Und ja, sehen wir einfach mal weiter. Ich glaube, sie hat mit jedem hier geredet in der Stadt. Hat sie mir, glaube ich, geschrieben. Aber wir sind so in der Art Kommunikation, damit wir nicht hier irgendwie stundenlang rumirren. Und das ist jetzt, glaube ich, auf Part 6 von mir jetzt. Krass. Also das wird ein langes Projekt, aber auch dementsprechend ein lustiges, episches Projekt, wie ich finde. Weil es macht jetzt schon unglaublich viel Spaß. Den XP-Share. Gehen wir jetzt erstmal Joker. Denn die Arena, hat sie gesagt, möchte sie nicht machen. Oder sie hat Angst davor. Braucht sie eigentlich gar nicht, weil sie hat Drachenwut auf Lutexon. Und damit dürfte sie die meisten an Easy Going weghauen. So, mein Ziel ist jetzt erstmal noch ein bisschen zu trainieren. Ich bin mal gespannt, auf welchem Level die hier sind. Daraus kann man ja meistens auch ableiten, auf welchem Level der Arena-Leiter ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Arena-Leiter 6 Pokémon hat. Und Level 11. Ja, Gott sei Dank haben wir Buzzy, ne? Gebt euch mal Buzzy, wie der abgeht hier. Alter Schwede. Check Moves. Ich will wissen, wie die Elementarschläge machen. Okay, 75. Ich setze einfach mal Joker rein. Warum Joker? Weil Joker eigentlich gegen diese Pokémon hier recht gute Karten hat, sofern er trifft. Was er natürlich jetzt nicht mehr tut, weil er mag mich nicht. Quatsch. Er hat mich ganz doll lieb, da bin ich mir ziemlich sicher. Zack, nochmal ein Icy. Ice Punch und Level 11 für Joker. Dodo. Wenn das jetzt auch auf Level 11 ist, dann haben wir sogar ganz gute Chancen. Ape hieß der. Ape. Abbe. Peck. Ha, irgendwie hält das nicht so viel aus, wie ich es von einem Funfi gedacht hätte. Ist das normal? Nochmal Growl. Growl, Mann! Aber ich bin stolz auf den Joker. Hast immerhin jetzt hier ein Dodo geplättet. Ist ja ein bisschen was. Gut, dann würde ich sagen, Tränke, wie gesagt, kosten kaum was. Und wir haben bestimmt jetzt wieder einiges an Geld gut gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Moment, gucken wir mal. Segi. Ey, das ist so ein geiler Name, Segi. 10.500. Episch. Reicht locker.
Und ehrlich gesagt habe ich Bock auf den Arena-Leiter. Nur traue ich mich nicht so recht, ja? Da könnten wir nämlich auch ziemlich aus dem Maul fliegen, wenn ich ehrlich bin. Indem ich mir zu sicher bin und ja, dann gibt's Klatsch, Klatsch auf die Nase. So, 69, wow, sexuelle Anspielung? Nö, wieder nicht. Okay, ein Wingal. Schön wäre es, wenn Basi auch noch ein Level erreicht. Und Natu. Und nach Part 6 der erste Arena-Leiter. Auch eine Leistung, wie ich finde. Okay, ja, super, Level 16. 43 Speed. Super, Joker auch noch ein Level up. Kann man auch immer gut gebrauchen und Zubat. Ey, das ist so geil. Ich wusste es von Anfang an. Wie Senior wird uns anfangs zumindest mit seinem harten Wesen auch noch extrem gut helfen. Da war ich mir sowas von sicher. Da gab es überhaupt keine Widerrede. Und so gesehen haben wir jetzt schon ein extrem geiles Team. Ich zeige euch das einfach mal. Moment. Da. Extrem geil, wie ich finde. Hammer, ne? Einzige, was scheiße werden könnte, ist eigentlich gar nichts. Das Team ist hammergeil. Pokémon, wir fliegen, hätten wir dann schwer mit Glurak. Passt so. Ich werde jetzt erstmal den EP-Teiler von Joker nehmen. Weil Level 12 reicht eigentlich und ich werde den jetzt eiskalt auf Brockina klatschen. Nur regen mich gerade diese Lags bisschen auf. Warum lagt das? Habe ich da die falsche Einstellung? Habe ich gerade wieder zu viele Prozesse nebeneinander am Laufen? Versprochen, zum nächsten Mal werde ich da definitiv was gegen machen. Weil das kann doch so nicht weitergehen. Was ist das denn? Das ist doch nicht schön fürs Auge. Das tut doch im Auge weh. Wobei man ja immer sagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber was ist an Lags schön? Eierleck. Weil in der Arena läuft ja alles flüssig, Gott sei Dank. So halb. Und ich weiß gar nicht, soll ich mich das jetzt schon mal trauen? Ich schaue nochmal nach, habe ich genug Tränke dabei? Ich habe einen Supertrank und zwei Tränke. Der hat bestimmt sechs Pokémon. Aber ich habe zwei Pokémon Level 16. Das sollte eigentlich zu packen sein. Ich übernehme das mal. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Pokémon Arena-Leiter. Leute sagen, man könnte mit denen, mit einem elektrischen Schlag die Flügel eines Vogel-Pokémon schützen. Aber das lasse ich nicht zu. Denn ich bin Falk und ich stecke gerne Eier und habe 6 Pokémon. Verdammte Scheiße. Aber auf Level 12. Okay. Hey, erstes Pokémon One-Hit. Also ich bin mir ziemlich sicher, am Anfang sollten wir mit den Arena-Leitern nicht so viel Probleme haben. Da bin ich... Warum habe ich jetzt gerade kurz zusammengezuckt? Das liegt einfach daran, dass Porenta zum Beispiel in dieser Edition nicht vom Typ Flug normal ist, sondern vom Typen Flugkampf. Okay, ist aber erst auf Level 12. Locker! Geil, was ist denn da los? Wir haben einfach ein zu krasses Team, finde ich. Drachenwut ist overpowered. Oh, geil, ey. Da wird die seine Augen machen! Pidgeotto. Krieg ich auch nochmal einen Thunder Punch. Level 15, ne? Ah, verdammt. Eine Orenberry. Aber das sieht auch so gut wie nichts ab. Und wir killen's. Im Gegenzug, sorry. Chatot. Eieiei, das könnte vielleicht nochmal ein bisschen böse werden. Aber Level 12, nein. Was für böse? Hier, frisst mein Thunder Punch. One Hit. Was ist denn da los? Alter. Basi geht ab! Basi geht ab! Da könnte von mir aus jetzt auch ein Altaria Level 14 sein. Icy! Okay. Himmelsfeger! Haha, Himmelsfeger. Nee, Solarstrahl? Ich dachte, da kommt jetzt Himmelsfeger. Und Solarstrahl. Finde ich jetzt leicht strange, wenn ich ehrlich bin. Und nochmal Murkrow. Aber mir soll sowas von recht sein. Murkrow nochmal, das hätte ich auch erwartet. Level 14. Okay. Gut, dass es hier noch nicht diese Prankster-Ability gibt. Strolch hieß die, glaube ich, auf Deutsch. So, kannst jetzt ruhig aufheilen. Krass. Und dann hätten wir die erste Arena besiegt. Nice. Und Brock erreicht Level 10. Super. Ich hoffe, es sei halt nicht dagegen, wenn ich den mal nebenbei ein bisschen level.
Ich denke, nee, da hat die bestimmt nichts gegen. Jetzt gehen wir in den C4-Orden. C4, versteht ihr? Ich mache da gerne Witze drüber. So, okay. Rock Smash und TM51. Das ist, glaube ich, Roost. Ja, in-game eigentlich nicht so nützlich. Oder ist das Roost? Ja, ist Roost. In-game ist das nicht so nützlich, weil da kann man ja immer wieder heilen. Strategisch so im Battling ist das richtig geil, aber finde in-game, nee. Muss nicht sein, wenn ich ehrlich bin. So. Und keine Ahnung, was die da auf dem Dachboden machen. Da ist ja erstmal Professor Elm. Der sagt, hol dir mal von meinem Gehilfen hier sein linkes Ei ab. Oder? Sagt er sein linkes Ei? Okay. Ach Mann, und wenn wir das eigentlich abholen, dann geht es auch von der Story her nicht weiter. Ist natürlich ein bisschen nervig, kann man machen, was man will. Was auch nervig ist, sind immer noch diese Lags, aber wie gesagt, nächstes Mal versuche ich da mal ein bisschen was gegen zu machen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht liegt es an dem Filter, den ich drin habe, aber den lasse ich auf jeden Fall drin. Es muss ja auch ästhetisch aussehen, ja? So, Move Pokémon. Ich muss da jetzt irgendwas raushauen, ne? So, du kommst aber gleich direkt wieder rein, keine Sorge. Ich habe jetzt einfach mal das Ei mitgenommen. Weil ich eben... Ne, wir dürfen das Ei dann sowieso nicht benutzen, ja? Steht auch fest, ich werde das dann auch direkt in die Heaven Box verbannen, weil wir haben ja hier schon jetzt Glumanda bekommen. Also im Viola City. Und wenn wir das jetzt hier nochmal benutzen würden, dann wäre es das eigentlich illegal. Weil dann hätten wir zwei Pokémon an einem Ort bekommen. Und dementsprechend packe ich das dann auch direkt in die Todesbox. Obwohl es ja eigentlich nicht tot ist, aber wir dürfen es halt nicht benutzen. Müssen es aber halt mitnehmen, weil es sonst nicht von der Story her weiter ginge. Aber das wird Sayo extrem freuen. Oh. Was geht, Bitch? Oh, das Ei, das muss. Oh, ich sehe. Professor Pokémon. Hm, sein linkes Ei. Hm, Teabagging. Ach, ich verstehe. Hm, ja. Ich zähle auf dich. Okay. Und nun verschwinde. Ah, okay. Ah, da gibt uns eine Telefonnummer. Hi. Ich glaube, das liegt jetzt auch nur daran, dass wir den weiblichen Charakter haben. Der will hier meine Freundin anmachen. Aber du hast vergessen, dass ich hier noch den Part drehe, ja? Wir sprechen uns auch, Falk, du kleiner Lümmel. Macht der ja jetzt gerade hier meine Freundin an, Dreckschwein. Kleiner, du kleine Nutte. Sorry, der musste mal sein. Okay. Das heißt, Brock kommt jetzt erstmal wieder rein. Brockina! Und das Ei kommt in die Deathbox. So. Okay. Perfekt. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir suchen jetzt noch einen Ort, einen guten Ort, einen schönen Ort, wo wir den Part beenden können. Wo ich dann den Safe State setzen kann. Ich lege überhaupt nicht. So. Ein guter Ort wäre, glaube ich, hier. Wisst ihr, hier leckt zum Beispiel dann wieder nicht. Ach, ich verstehe das gar nicht. Das ist ohne Sinn. Hier wieder ein bisschen minimal. Bruder, was geht? Ah, okay. HM6, Zetumara. Boah, ich mache hier die ganze Zeit irgendwas, obwohl ich das gar nicht machen will. Ich möchte einfach nur in den Park gehen. Oh. Habt ihr gerade diesen Wetterwechsel gesehen? Geil, ne? Das gibt's auch nur bei mir. Ja, das ist Sudowoodo-Muggelbaum. Da müssen wir nicht hin. Hier können wir aber noch ein Pokémon fangen. Das sollte. Hier gab es eigentlich auch so einen Busch erstmal. Ach, keine Ahnung. Okay. Ich werde trotzdem jetzt erstmal hier hingehen, weil ich eigentlich sicher bin, dass Sayu noch nicht hier war. Und hier kann man, glaube ich, auch noch ein Pokémon fangen oder so, keine Ahnung. Icognito dann. Geil. Doch als erste. La, la, la. Let's go. Meine Freunde, das war's in der Episode. Haut rein, was gut, bleibt cool und euer Regi. Ciao. Oh, scheiß Fliege hier. Verpiss dich. Oh, sorry. Haut rein.